Hallo und herzlich willkommen zurück im Klemmbausteinzimmer. Ich bin der Markus Minas-Ruhrpott und heute habe ich hier einen Lego Creator. Und zwar habe ich hier die 40488, den Kaffeewagen mit 149 Teilen ab 8 Jahre plus auf von. Erschien 11.21, EOL-Gang 12.21. Ganzen einen Monat war das Ding zu kriegen. Und zwar war das, glaube ich, ein Giveaway. Und ja, ich würde sagen, ich mache den mal auf und baue das Ding mal. Und schau da mal rein. Ich habe da ja keine Hemden. Hemden an? Naja, gut. Ja, irgendwie so nah. Interessanterweise sieht man das, links und rechts sind Aufkleber. Jetzt wäre mal gespannt, wie das denn aufgeht. Nicht verklebt. Ich bin. Ich die Verpackung gezeigt, ja, so von vorne. So, von hinten tut sie nichts. So, von innen. Anleitung unten quer. Aber leer. Tafelzähnchen, du guckst, ich schau. Hier haben wir einen Stickerbogen. Ja, überschaubar. Zwei Aufkleber. Kaffee 11 Euro? Hallo? Respekt. Ja, kommen wir bald irgendwo hin. Anleitung. Klammer gebunden. Ohne Scan. 59 Seiten mit Teileliste. Hier sind 40. Oh, haha. Mindestens zwei Bauschritte. Oh, da ist 40. Oder? Ne, ist durchgehend 40. Na gut. Drei Tütchen habe ich hier. Die versuche ich jetzt mal schmerzfrei aufzumachen. Ah, hier sehe ich schon mal ein paar Beine. Die fliegen ein paar Beine durch die Gegend. Und Fahrrad. Werde ich wahrscheinlich keine Prinz erwarten dürfen. Nehme ich mal an. Oh, leichte Kratzer, aber ist okay. Oh, wir haben doch einen Print. Guck mal. Der Sonnenschirm ist ein Print. Die Beine laufen ja auch mal durch die Gegend. Aber die Beine sind unten mit Print. Her. So, hier mein Oberkörper. Oh, muss auch komplett mit Print. Ein Fass. Wo kommt das Fass hin? Ach so, der Tisch. Noch ein Oberkörper.
Na, da sollst du nicht deinen Kopf verlieren. Aha, die zweiten Beine haben keinen Print. Ey, Flat Gold. Fahrradreifen. Du wirst da nicht hin. Fliesen. Und die glänzen richtig schön. Also viele Bauumrichtungskerne sehe ich gerade. Davon haben wir zwei, davon haben wir zwei. Davon habe ich zwei, noch ein Baurichtungsumkehr. Aha. Liesken. Antenne. Schrägesteine. Zwei Technikelemente. Kleine Reifchen. Ah. Runde zwei. Ah, okay. So. Aber leer. Ah, das ist der zweite Kopf. Und hast du Friese, musst du nicht nach Ostfriesland. Guck mal, lila Haare. Und eine Mütze. Und noch ein Print, wahrhaftig. Wow. Sind die Reifen. Ja, ich sortiere mir immer ein bisschen vor. Kaffeetasse, Kaffeetasse, noch eine Kaffeetasse, die immer in Silber. Ey. Also zwei rote, eine silberne. Schöne Teile. Das ist normales Grau. Silbergrille. Rauchglas. So, ich habe alles da liegen. Ein bisschen was seht ihr? Ja, dann würde ich sagen, ich baue das jetzt einfach mal zusammen. Und sollte ich zu langsam sein, werde ich für euch schneller. Also, tue ich einmal hier. Und dann geht's los. Als erstes bauen wir die Dame. Vorderseite Print, Rückseite Print, sogar mit ein bisschen Silber drin. Da kriege ich eine grüne Brille auf. Aha, hat sogar zwei Gesichter. Und ein paar lila Haare. So, der junge Mann hier. Der sieht nach der arbeitenden Gesellschaft aus. Der hat kein Wendegesicht. Dafür ein nettes Lächeln und eine Mütze. Auch schön. Schon mal gar nicht so uncool. Fahrrad. Ah.
Bin ich nicht ganz so der Freund von, aber gut, wie soll es ja auch anders bauen, ne? Und eine Lampe kriegt der. Oh, kriegt der Fahrrad auch. So, Drahtesel ist auch fertig. Und dann geht's los mit dem Tisch. Eine ganz runde Platte kriegt er nicht. Ach Gott. Nach unten, Deckel drauf. Boah, der Tisch kriegt schon mal beide Prints. Ja, also einmal da und unten seht ihr auch den anderen Print. Dumm. Ein Handy. Weiter geht's. Ich meine, ich bin dann so von, wenn so kleine Verkaufswagen. Ich glaube, unsere Stadt ist dafür zu klein, sowas gibt es hier nicht. Aber ich bin da durchaus ein Freund von. Ich weiß nur nicht, ob es jetzt bei uns rentieren würde. Also für Kaffee haben wir nicht genug Yuppies da, oder wie sie jetzt schimpft. Wollte einfach mal jetzt irgendwie in einen durch. Upsa. Oh, ich glaube, ich baue die Kaffeemaschine. Dafür wollen sie den Namen. So. Also, ich weiß nicht, kann mir noch nicht ganz vorstellen, was das sein soll. Aber gut, muss man ja nicht nur Kaffee verkaufen, ne? Oh, jetzt gibt es noch eine Barista-Maschine. Eine normale Kaffeemaschine und eine Barista-Maschine. Nicht schlecht. Dafür brauchen wir die goldenen Hähne. So.
Wie Prinz. Jo, ich hab machen könnt. Eine Armatur. Schick, schick. Ja, ist mehr drin als in so manchen anderen Modularhaus, muss man mal sagen. Böse. Oh, einfach in die Luft. Na gut. Wenn ihr das sagt. Noch richtig um. Oh, das war sehr luftig hier gebaut, oder mache ich das nur? Jetzt quasi die Anhängerkupplung gebaut, ne? Sie kommt jetzt hier dran. Das war dran. So. Den soll ich dann drauf bauen? Ja, gut. Ach so. Ja, dir mir doch nicht so. Also die Reifen sind für diese Felgen ein wenig schmal. Da hätten sie andere nehmen können. Drehen aber. So, was willst du jetzt von mir? Soll ich hier oben schwarze Nübels drauf machen? Haben wir gemacht. Wir sagen ein Teil vom Dach, ne?
Noch ein Tachometer. Oh. Ersatz. Schau an. So. Ja, langsam vorn, Mann, oder nicht? Also die sind zwar jetzt einfach hier drauf gesteckt, aber nicht irgendwie gekontert. Na gut, halt. So, jetzt gehen wir hier Aufkleber drauf, die schenke ich mir jetzt gerade erstmal. Vielleicht mache ich das noch drauf, weiß ich aber nicht. Diese zwei Sticker kann man sich ja schon fast erlauben. Das Kaffeetasse zu erkennen, ne? Und da so aus. Muss ich immer dahinter stehen. Das davor. Sie dazu. Und fertig bin ich. Ja, das war mein kleiner Kaffeewagen. Eigentlich ganz hübsch, ne? Figürchen, Tisch und so habe ich vorgestellt. Der Fokus war mitspielt. So. Da steht der gute Mann und verkauft Kaffee, die Werbetafeln, Kaffeebecher. Da kann man schon reingucken bei ihm. Hinten ist ein bisschen zu. Und da sieht es fast aus wie ein Fass. Und theoretisch gesehen kann man auch dieses Fensterscheibchen öffnen. Die hier sollen wahrscheinlich diese Füße darstellen, damit er nicht wegrollt. Wäre natürlich jetzt schön, wenn da jetzt noch was wäre, was das Ding wegziehen würde. Aber pff, ja, gut, warum nicht, ne?
Wir kommen mit der Tafel auf eine Breite von 11,5, eine Tiefe von 7 und eine Höhe von 12 cm. Hat Spaß gemacht zu bauen, zwei Minifiguren dabei. Und jetzt müssen wir kurz gucken. Wert war 14,99, sehe ich gerade. Ob man das jetzt noch irgendwo auf dem freien Markt kriegt. Bauzeit unter einer Stunde. Ich habe, glaube ich, 15 Minuten gebraucht, war ein bisschen lange. Na gut. Aber ansonsten, ja, hat Spaß gemacht. Schreibt mal in meine Kommentare, wie es euch gefallen hat. 15 Euro für 100 und 49 Teile. Ist okay. Kann man verkraften und die beiden Aufkleber sind auch zu verkraften. Hier haben wir zwei Prints. Drei, vier Prints, ein Print sogar als Ersatz. Dann ein paar goldene Teile. Ist in Ordnung, gefällt mir. Ja. Das war's. Ich bestelle euch einen lieben Gruß aus dem Ruhrpott. Bitte bleibt gesund. Und heute grüße ich mal Oberhausen. Oberhausen ist auch mal ganz gut. Ne? Und ich bin der Markus. Glück auf euch allen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.